Reno, der Schuh, jeder kennt ja noch Reno-Schuhe, haben Insolvenz angemeldet. Pico Kloppenburg, Modeausstatter, Insolvenz angemeldet. Ja, gucken wir uns das einfach mal weiter an. Ich habe jetzt hier vernommen, hier auch von anderen Banken hier von in der Region, dass jetzt hier inzwischen ja jeden Tag 2 bzw. 3 Personen oder Kleinunternehmen Insolvenz anmelden. Noch erscheint es nicht so als Bild auf der Straße. Ja, noch sind die Leute einigermaßen abgesichert. Aber wir erinnern uns einfach mal an die Zeit von 1929 bis 1932, 33. Da wurden diese Sozialleistungen erheblich gekürzt. Man muss sich das nur mal anschauen, in welchem Maße das gekürzt wurde. Zum Schluss war noch Geld für eine Suppe übrig. Ja, also ich sag mal, man muss da einfach schauen. Die Situation geht im Mutter weiter. Ja, und wir werden schauen, was jetzt hier in der nächsten Zeit passiert. Ich sage ja, die Gurken sind wieder ein bisschen billiger geworden. Nee, halt, stopp, die sind wieder ein bisschen teurer geworden, die Gurken. Ja, aber die Butter wird dafür ein bisschen billiger, 1,39 oder 1,49. Ja, Schweineminutensteak, ja, ist auch wieder ein bisschen billiger geworden. Ja, man muss aber natürlich... Vor allem, da machen ja fast alle Länder mit und wollen die nächstes Jahr beschließen. Und ich mache hier mal einen Einspieler, was da so ungefähr denn ablaufen könnte. Wenn ich den Schlitz finde. Die 194 Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation hatten sich Ende 2021 in einer Sondersitzung darauf geeinigt, zum Schutz vor künftigen Krisen durch Infektionskrankheiten bis 2024 einen internationalen Vertrag auszuarbeiten. Durch diesen internationalen Vertrag zur Pandemievorsorge soll vorgeblich der gesundheitliche Schutz der Menschheit gewährleistet werden. Doch Dr. Vincent Carroll, Arzt für öffentliches Gesundheitswesen und Vorsitzender des ARC Centers für Krebshilfe, schlägt Alarm. Was sich menschenfreundlich gibt, entpuppe sich bei genauerer Recherche als Instrument totaler Entmenschlichung. Doch wie das? Dr. Vincent Carroll wörtlich. Es handelt sich um einen Vertrag, an dem 190 Länder beteiligt sind und in dem alle künftigen Pandemien auf viele, viele verschiedene Arten klassifiziert oder definiert werden können. Also nicht nur Infektionskrankheiten, sondern auch Pandemien von Herzkrankheiten und Krebs. Die Definition kann also sehr, sehr weit gefasst werden. Aber im Endeffekt bedeutet es, dass sobald eine derartige Pandemie ausgerufen wird, die Weltgesundheitsorganisation das Kommando übernimmt und die Entscheidungen souveräner Regierungen aushebelt. Mit anderen Worten, die Souveränität wird vollständig an eine internationale, globalistische Organisation namens Weltgesundheitsorganisation abgegeben. Und die Weltgesundheitsorganisation ist entschlossen, dies bis zum Mai 2024 zu erreichen. Der unabhängige investigative Journalist James Corbett erklärt, dass der WHO-Pandemievertrag ein direkter Angriff auf die Souveränität der Mitgliedstaaten sowie ein direkter Angriff auf ihre körperliche Autonomie ist. Hierzu ein fiktives Szenario. Laut WHO könnten die Statistiken zeigen, dass Herzinfarkt im Vormarsch ist und als Bedrohung der Menschheit zur Pandemie erklärt werden müsse. Die neue Gesundheits-KI der WHO rechnet hoch, wo die Ursachen liegen. In diesem fiktiven Beispiel zu hoher allgemeiner Fleischkonsum. Und von heute auf morgen würde der Fleischkonsum gedrosselt. Wie? Per internationalem Erlass der WHO, ähnlich wie beim globalen Maskentragen oder den Ausgeh- und Versammlungsverboten. Die digitale Währung könnte zudem für Fleisch gesperrt werden. Denn wie Finanzexperte Ernst Wolf erläutert, ist digitales Geld kein vollwertiges, sondern ein an Bedingungen knüpfbares, also einschränkbares Zahlungsmittel. Alternativ zum Fleisch könnte dann die WHO aufgrund der Hochrechnungen ihrer Gesundheits-KI modifiziertes, gesundes Eiweiß aus Insekten zwangsverordnen, wie aktuelle EU-Verordnungen bereits düstere Vorschatten werfen. Laut dem Anti-Extremismus-Aktivisten Majid Nawaz dient der WHO-Pandemievertrag als Hintertür zum globalen Imperium. Daher das Fazit von Dr. Carroll: Der Pandemievertrag muss um jeden Preis gestoppt werden. Um politischen Druck aufzubauen, informieren Sie Ihren zuständigen Abgeordneten sowie weitere Politiker. Denn die Verhandlungen zum Pandemievertrag der WHO beginnen bereits am 21. Mai 2023.
Für Deutschland verhandelt in dieser wichtigen Frage nur eine kleine Delegation, ohne vorherige politische und öffentliche Diskussion, ohne Beratung durch das Parlament, ohne Mandat durch das Volk und ohne Volksbefragung. Teilen Sie Ihren zuständigen Abgeordneten mit, dass Sie diesen Pandemievertrag nicht wünschen und dass unsere Volksvertreter ihr ganzes Gewicht hineinlegen sollen, diesen Vertrag zu verhindern. Jeder Brief an Ihren Abgeordneten zählt wie 1000 Wählerstimmen. Hilfreich kann hierzu die Mitmach-Brief-Aktion sein, zu der Sie über den folgenden Link kommen. Die 100... Ja, hört sich alt nicht gut an, ne? Aber wir werden alt dagegen tun. Das Formular, was der da jetzt zum Schluss gesagt hat, das habe ich. Da steht noch Rudolf Scholz drauf, aber wir werden nicht anpassen auf den Abgeordneten. Wir müssen ja nur einer nehmen, wir haben nur keinen anderen. Und dann werden wir die verteilen hier, ne? Dann kann jeder unterschreiben und die hinschicken. So, Leute, mit der Bratwurst und so weiter ist heute was schiefgelaufen. Aber wir können natürlich nicht mit ansehen, dass Kelly das Fleisch und die Wurst in Mülleimer schmeißt. Wer was haben will, soll zu Kelly gehen und soll sich das abholen. Jawohl. Ich hoffe, dass der Herr Fritz und seine Kollegen gerade in den letzten Minuten sehr sorgfältig zugehört haben und sich nicht nur mit der Grillkohle befasst haben. Denn das würde bedeuten, und das wird bedeuten, dass die WHO demnächst die Befehle durchreicht, die ihr Chef, der Innenminister, dann bloß noch an Sie weitergibt, wenn Sie uns dann wieder drangsalieren müssen auf Anweisung dieser Leute, wenn wir hier die nächste Pandemie haben. Und die wird dann kommen, Herr Fritz und Kollegen. Nur mal bitte zuhören, ja? Noch ein kleiner Hinweis, wer ihn vielleicht kennt, Professor Arne Burkhardt, einer der, ja, muss man schon sagen, wirklich Kämpfer für die Wahrheit und die Freiheit an dieser Stelle der Pandemie, ist leider vor wenigen Tagen verstorben. Er ist pensionierter Pathologe gewesen und er war der, der mit der ersten Pathologiekonferenz zu dem Thema Corona praktisch wegweisend Informationen herausgegeben hat, die beweisen konnten, dass Menschen an diesen Impfungen sterben oder gestorben sind. Die ersten Patienten oder die ersten Toten, die er untersucht hat, das waren 8 Stück, davon konnte er bei 7 zweifelsfrei nachweisen, dass die infolge der Impfung gestorben sind. Bei dem übrigen Untersuchten war das nicht ganz klar. Unter anderem hat er auch vor kurzem erst, glaube ich, noch einen 29-jährigen Vater, der auch verstorben war, obduziert. Und man hat, oder er hat in seinen Hoden keine einzige Spermienzelle mehr gefunden, sondern nur noch Spike-Proteine. Ihr könnt mal darüber nachdenken, was das bedeutet und was das für die nächsten Jahre und Jahrzehnte bedeutet. Und auch da nochmal der Hinweis an Herrn Fritz, wenn mal wieder solche Befehle von oben kommen, wenn die nächste Pandemie, die die WHO dann einfach nur ansagt, um die Ecke kommt, dann sprechen wir uns nochmal. Soweit erstmal dazu. Also von mir mein tiefstes Mitgefühl an Professor Arne Burkhardt und seine Angehörigen natürlich. Ansonsten vielleicht noch ein Hinweis, die Dinge, die die Vorredner so erzählt haben, die kommen mir so ein bisschen vor wie im PCK. Der ein oder andere hat schon Leuten hören, dass dort nächste Woche ein Konzert stattfinden soll, als Dankeschön für die Kollegen oder die Partnerfirmen vor allen Dingen, die die Abstellung gewuppt haben sozusagen. Und ich persönlich finde das nicht ganz so toll, weil die Schichtarbeiter ja natürlich auch immer die sind, die dort ordentlich Hand anlegen und es ist wieder bloß 1 oder 2 Schichten, weil es bloß eine Veranstaltung ist, die daran teilnehmen können. Deswegen ist das nicht so meins, aber es ist so ein bisschen exemplarisch und es passt so ein bisschen zu dem, was der Grimmer Bürgermeister vor wenigen Wochen in einer Sendung des Muldental TV, die machen da so eine monatliche Bürgerfragestunde im Fernsehen gesagt hat und er sagte sinngemäß, dieser Staat ist pleite, aber keiner der Politiker oder sonstigen Amtsinhaber traut sich das den Leuten zu sagen. Und stattdessen ist hier Party und Verarsche. Und so kommt es mir irgendwie vor. Gewisse Ähnlichkeiten sind da vielleicht nicht rein zufällig. Also kurz bevor das System über die finanzielle Klinge springt, wird nochmal rausgehauen, was geht, um den Leuten diesen Mist sozusagen so lange wie möglich zu verschweigen. Irrsinn. Ja. Und zu guter Letzt noch ein kleiner Hinweis, vielleicht hat der eine oder andere von euch bezüglich dieser Steuererklärung für die Grundstücke, die ja die Grundstückseigentümer abgeben sollen,
noch nichts unternommen und vielleicht hat der eine oder andere auch mittlerweile schon ein Schreiben vom Finanzamt bekommen. Ich kann berichten, dass ich eins jetzt aus Sachsen gesehen habe und eins aus Mecklenburg-Vorpommern. Und es ist interessant, wie unterschiedlich diese beiden Schreiben sind. Grundsätzlich sind sie allerdings sehr witzig aufgebaut und das ist auch das Thema Souveränität, was wir immer ansprechen, was ja auch unsere Staatsmacht, die um Herrn Fritz hier da ist, heute wieder genauso betrifft und deren Souveränität uns gegenüber. Und zwar steht natürlich oben eine Adresse, damit der Brief auch zugestellt werden kann. Und dann steht aber nicht, wie sonst üblich, sehr geehrter Herr Hausburg, wie ich jetzt zum Beispiel oder sonst was, da steht gar nichts, da steht einfach nur ein Text. Und oben drüber noch eine Überschrift, Ankündigung, beim sächsischen Brief war es so, Ankündigung einer Schätzung, einer Steuerschätzung. Und bei dem MacPom-Brief stand dran, auch Ankündigung einer Schätzung, aber gleich im Text wurde das nochmal erwähnt und da stand dann auch gleich eine Androhung von bis zu 25.000 Euro Strafe, wenn man diese Angaben nicht ans Finanzamt übermittelt. Die Sachsen sind da wieder clever, die Finanzämter, die lassen diese Androhung gleich mal weg. Die sagen einfach, okay, wir möchten Sie darauf hinweisen, wenn Sie hier keine Unterlagen abgeben, dann wird einfach geschätzt von uns. Und wenn man sich jetzt dieses Schreiben mal so anguckt und mal in Ruhe, ich habe das jetzt auch schon mehrmals durchgelesen und ich werde sicherlich aufgrund dessen mal langsam aktiv werden oder ich überlege es mir zumindest noch, da kann man mal überlegen, wenn oben eine Anschrift steht und dann nicht mal eine Anrede da ist, dann frage ich mich, an wen ist denn so ein Schreiben gerichtet? Dann sage ich mir, das könnte jetzt vielleicht ein Musterschreiben sein, vielleicht wollte das Finanzamt mir so ein Ding mal zuschicken, damit ich mal die Rechtschreibung prüfe und mal drüber lese. Das wäre so eine Variante, könnte ich dann vielleicht mal machen und mal sagen, okay, habe keine Fehler gefunden, Kommafehler auch nicht, Groß- und Kleinschreibung stimmt, mit besten Dank zurück. So könnte man die Sache vielleicht mal angehen. Nur mal so als Anregung, ob es funktioniert, werden wir dann sehen. Die werden sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten ein bisschen aufdringlicher werden noch, diese Schreiben oder diese Leute, die das absetzen. Werden wir mal gucken, was da passiert. Ich will nur euch ermutigen, weil ich selbst gerade dran bin und ich möchte jetzt diesen Weg einfach mal gehen, selbst diese Sache wirklich in die Hand zu nehmen aktiv und mich da mal zu bewegen, um solche Sachen einfach mir vom Hals zu halten. Weil es gibt einen Doktor, jetzt habe ich, Hauck, glaube ich, heißt er, ich habe den Namen jetzt vergessen, der hat es mal so schön zusammengefasst, der hat selbst über 50 Prozesse in seinem Leben geführt, weil das Finanzamt ihn verknacken wollte wegen irgendwelcher wenigen 100 oder wenigen 1000 Euro angeblicher Steuerschuld. Und der konnte letztendlich über ein, ich glaube, Oberverwaltungsgericht in seinem Bundesland, konnte er dem Finanzamt deutlich machen, dass er im Recht ist, wenn er sagt, die Besatzungsstatute der Alliierten gelten noch immer und deshalb ist das Finanzamt nicht legitimiert, uns Forderungen zu stellen. Und der Richter hat dem Finanzamt, das dort auch zugegen war bei der letzten Verhandlung, klipp und klar gesagt, seien Sie jetzt bitte still, der Herr Hauck hat recht. Und das Verfahren ist dann eingestellt worden, weil der Richter gesagt hat, Sie wissen, oder ich muss Ihnen sagen, ich habe auch Familie, ich kann jetzt hier kein Urteil sprechen, aber ich werde das Verfahren einstellen. Und noch am selben Tag ist die Steuernummer des ursprünglich Beschuldigten gelöscht worden. Und den gab es nicht mehr. Als er dann eine Woche später nochmal beim Finanzamt angerufen hat und zuvor eingereichte Unterlagen zurückhaben wollte, dann sagte der Kollege vom Finanzamt dort, wir haben sie hier gar nicht. Fand ich ganz nett, aber haben dann doch noch diese Unterlagen im Keller gefunden und hat sie auch wiederbekommen. Also der ist aus der Nummer raus, der zahlt keine Steuern mehr. Da muss man natürlich ein bisschen Eier haben. Ich weiß nicht, ob ich die habe, wenn dann die Kontopfändung ansteht, da hängt ja immer noch ein bisschen was dran. Ey. Und naja, also so, ich will nochmal, diesen Weg kann und muss jeder von uns allein gehen. Wir können uns gegenseitig austauschen und unterstützen, das ist klar. Aber wenn wir auch ein bisschen was versuchen wollen zu bewegen, dann ist vielleicht der Weg, diesen stillen, kleinen, einzelnen Widerstand zu gehen und das System irgendwie auszuhöhlen und vielleicht zum Stolpern zu bringen, vielleicht der sinnvollste Weg, um dahin zu kommen, wo wir alle, denke ich, letztendlich hinwollen. Frieden, Freiheit und Souveränität. Vielen Dank.